Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Escape from Tarkov und zwar zur neuen PvE-Edition. Also PvP-Modus schalten wir hier rüber um. Das finde ich ganz praktisch. Jetzt sind wir auf jeden Fall im Modus mit PvE, also nur mit AI-Gegnern. Wir könnten das sogar mit unseren Freunden spielen, finde ich ganz nett. Die Preispolitik, wie sie das gemacht haben, finde ich alles andere als nett, aber da ich nicht mit Geld umgehen kann, habe ich es mir trotzdem gekauft. Und was haben wir hier eigentlich für schöne Sachen bekommen? Also das ist ein komplett neuer Spielstand praktisch. Ich habe hier nichts, habe mir die Edition gerade erst das Upgrade gekauft. Davor hatte ich schon die Edge of Darkness, die sie rausgenommen haben. So. Sieht aber ganz gut aus, was wir dabei haben. Magazine vielleicht nicht. Obwohl, was ist da drin? Tarkov ist immer so eine Sache. Doch, passt eigentlich. Na gut. Dann würde ich sagen, Munition kommt da nach unten. Unsere erweiterten Taschen. Können wir sogar ganze Magazine reintun jetzt. Boah, ist halt jetzt ein bisschen mehr Pay to Win. Ist zum Glück eine Einmalzahlung und kein Abo, das man abschließen kann. Ich sollte lieber das Maul halten, sonst bringe ich die noch auf Ideen. So, Yusek-Kappe braucht man nicht. Wir rüsten uns noch gut aus. Und dann gehen wir mal auf Customs oder so, also auf eine der Maps. Und schau mal, wie wir klarkommen. Ich liebe dieses Spiel theoretisch, praktisch auch. Nur mit den ganzen Hackern und komischen Entscheidungen habe ich es jetzt eine Weile lang nicht gespielt, aber in meinem ersten Vibe, der geht ja immer so ungefähr ein halbes Jahr, mal mehr, mal weniger, habe ich dann 700 Stunden reingeklöppelt, also ja, können wir ja kurz mal schauen. Ne, steht hier nicht dran, weil das ja ein neuer Modus ist, würde ich mal schätzen. Ah doch, 952 Stunden bis jetzt. Ja, also ich habe ein bisschen Erfahrung in dem Spiel. Das heißt, falls ihr ganz neu seid, kann ich das Spiel empfehlen. Würde ich am Ende der Episode noch sagen. Aber generell ein starkes Jein. Anhört, das ist meine uniques Armband. Dafür, dass ich die teure... Okay, ich habe sogar einen Waffenkoffer. Interessant. Okay. Ausgerüstet. Munition haben wir dabei. Nehmen wir nochmal gute Munition mit. Wasser passt. Das brauche ich nicht. Die Schmerzmittel vielleicht. Genau, also ich weiß nicht. Was ist denn das? Mark of the Unheard. Ah, Radio Transmitter. Bla bla bla. Okay, nehmen wir mal mit. Weiß nicht, was der macht. Vielleicht kriegt man dadurch gutes Zeug. Vielleicht nicht. Morphin als Schmerzmittel. So, dann wollen wir gleich mal als PMC rein. Als Gef könnte man natürlich auch rein. Wir haben Ground Zero. The Business Center of Tarkov. Das ist für die Terror Group, was headquartered. Kenne ich noch gar nicht. Also wie gesagt, ich habe seit zwei Vibes jetzt ausgesetzt. Ich würde Customs machen. Noch kurz als, kein Trainingsmodus. Ich würde sagen, ich kann alles versichern. Warum nicht? Kostet ein bisschen Geld und bereit. Na, schauen wir mal. Laden wird auf jeden Fall schneller klappen. Gibt ja kein Matchmaking. Genau, in der Zwischenzeit, für die, die es nicht wissen, es gibt einen Hauptcharakter, also den PMC. Der wird immer, wenn das Spiel dann vibet, auch komplett zurückgesetzt. Zusammen mit dem Spielfortschritt. Das soll in der PvE-Version jetzt nicht passieren. Ansonsten ist es so, dass wenn man in so einem Raid stirbt, allen Loot und alles, was man so an Ausrüstung dabei hat, auch verliert. Es sei denn, das Zeug in diesem Secure-Container. Bei mir ist er relativ groß schon. Standardmäßig ist er, glaube ich, 2x2. Oder 1x2. Weiß ich gar nicht. Ich habe mir auf jeden Fall die teuerste Version damals gekauft. Und das Upgrade darauf, deswegen. Ich bin so noobig, ich brauche das Große. Finde es komisch, dass ich ein Spiel finden muss. Ich bin im PvE-Ding. Warum muss ich ein Spiel suchen? Vielleicht emulieren die das? Keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen.
Genau, und als Geth ist es eben so, da joint man als halt, ja, Plünderer und dann nicht mit eigenem Zeug, sondern Zeug, was der so hat an Basis, meist schlechter Ausrüstung, aber kann trotzdem looten und den Loot dann mitnehmen und kann den Loot entsprechend auch für sein PMC nutzen. Das ist ein recht cooles System. In meinem ersten Vibe habe ich auch hauptsächlich als Geth gespielt. Genau, jetzt würde ich einfach skippen zum Anfang. So, da sind wir nach ungefähr, ja, keine Ahnung, 8 Minuten, warum das im Singleplayer auch immer braucht. Ich glaube, die hosten das auf richtigen Servern. Die scheinen leer zu, voll zu sein. Leer wäre ja gar nicht das Problem. Okay, das ist ein komisches Visier. Okay, das war schon besser. Das haben sie aber ganz schön überarbeitet. Dann wollen wir mal looten. Anderes Visier. Gut. Feuermodus, Vollautomatik. So soll das. Ist ein Magazin drin. Ja. Das ist das Wichtigste. Mitunter das Wichtigste. So, dann schauen wir mal. Ein Pferdchen nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Schraubenzieher. MK16 mit noch Munition drin. Habe ich Licht? Ich habe Licht. Das ist ja wunderbar. Eine Granate. Nehme ich. Ging hier nicht immer auch noch eine Jacke? Da geht schon ab. Ich glaube, da hinten. Was macht die KI denn? Schießt sie sich gegenseitig ab? Ich habe keine Ahnung hiervon. Vielleicht laufen auch KI-PMCs rum. Da kommt einer. Ich höre was. Ich sehe nichts. Also ich gehe mal lieber hinten raus. Da ist was. Boah, geh halt drauf. Ich glaube, das war nur ein Scav. Kein PMC. Also PMC, AI ist ja alles PvE. Der sah jetzt gar nicht so fett aus. Der hat eine Schrotflinte. Der hat einen scheiß Helm. Oh, das Durchsuchen ist so laut Ibuprofen, nehme ich. Können wir auch da hinten hin tun. Ja, durchsuchen wir ihn. So, Nachladen in dem Spiel funktioniert durch Nachklicken. Wir hören nichts. Das heißt, wir haben kurz Zeit, hier einfach Munition reinzufüllen. Ich höre was. Irgendwas war im Busch. Vor uns. Hinter uns. Oh mein Gott. Der ist ordentlich verletzt. Ja, der ist nicht. Ты засранец вонючий, мать твою, а? Он не... Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок, анонист чёртов. Mensch, hat der... Hat der ein Mundwerk. Иди, идиот, трахать тебя и всю семью! Говно собачье, жлоб вонючий! Дерьмо, сука, падла, иди сюда, мерзавец! Негодяй, гад, иди... Hier halt drauf. Ich höre noch was. Wir laden erstmal nach. Sind ja schön gedeckt gerade. Irgendwie. Ne, von zwei Seiten offen. Passiert den Besten. Ah, hier hören wir zumindest, wenn sich was bewegt. So, deswegen haben wir Munition dabei. Die müssen wir reinklicken. Reinklicki. So viel Loot haben wir jetzt tatsächlich noch nicht bekommen. Haben uns auch noch nicht wirklich bewegt. So, aber zumindest haben wir ordentlich teure Munition verschossen. Das muss ja auch sein. Ich bin mit meinem FOV, der kommt mir so ungewöhnlich vor. So sah das Spiel vor einem halben Jahr noch nicht aus, also wenn man zielt, kann man bestimmt einstellen. Mensch, das habe ich aber wirklich leer geschossen gehabt. So, dann schauen wir mal in den Kollegen vor uns rein. Boah, ein Messer hat er, nehme ich immer gern mit. Das war nicht viel wert, aber ein bisschen. Okay.
Dann Munition entladen. Ach, SP-Munition ist, glaube ich, nicht die beste. Kein Gewehr auf irgendwelche Angaben. Nee, also FOV-mäßig ist das doch komplett am Arsch. Ich höre was. Hier ist irgendwo einer. Da hinten, da sind ganz viele. Da sind ganz viele. Weg hier. Weg hier. Warum sind da so viele? Boah. Stichwort, die sehen. Gut, der ist draufgegangen. Der hätte mich aber beinahe getroffen, der andere Kollege. Ich glaube, wir sollten mal auch hier weg. Ja, das mit dem FOV ist schon komisch beim Ziel. Sieht so scheiße aus. Warum? So, ich höre nix. Einstellungen. FOV. Vielleicht auf 75. 75 vielleicht. Kopfbewegung. Sieht nicht besser aus. Wieso ist das alles so gestreckt? Da kommt ja noch einer. Hallo? Ein Kollege, der noch aufs Maul will? Ja, bestimmt. So, also das hat's nicht gebracht. Hä? 43? 16 zu 9? Der hat meinen anderen Monitor erkannt. Hat's immer noch so gestreckt? Nee. So soll's aussehen. Na gut. Also, falls ihr die ersten paar Minuten dachtet, Mensch, sieht das komisch aus. Ja. Das hat's getan. Nehme mal mit. Weiß nicht, wie viel es wert ist, aber... So. Schön den Suchen-Skill-Level. Ananassaft. Können wir gleich trinken. Alles verwenden. Guter Ananassaft. Wo müssen wir eigentlich raus? Doppelt O drücken. Nein, ich kenne die doch nur auf Englisch. Anhängerstellplatz, Kreuzung. Okay, das finden wir. Oh. Ich glaube, das war ein PMC. Also AI-PMC. Nee, hört sich an wie ein Scav. Links ist er. Zumindest links ist einer. Rechts auch. Boah. Hat vielleicht einen ausgeschaltet. Vielleicht. Wir gehen mal hinten durch. Oh, hier ist eine Waffenkiste. Seit wann das? Vielleicht war die schon immer da. Eine Maske. Einmal Brille. Einmal irgendein Waffenteil. Nehme ich erstmal nicht mit. Suche ich hier noch irgendwas? Nö. Sah nicht nach lootbaren Gegenständen aus, die ich kenne. Magazine ist jetzt so eine Sache. Müssen wir mal schauen, dass man nicht alles verballern. Weil die Munition ist richtig, richtig teuer. Kostet, glaubt, einen Dollar pro Stück, wenn man den Händler entsprechend freigeschalten hat. Auf der Stufe. Und das haben wir definitiv noch nicht wieder gut gemacht. Wir können es jetzt auch nicht riskieren, dass mal irgendwie drauf gehen. Deswegen lieber treffen. So. Vielleicht nachladen sollen, bevor ich hier rausgehe. Irgendwo ist hier einer. Wo? Hi. Ja, wo? Wo bist du, Kollege? Ich höre dich schreien. Ich sehe dich nicht. Meine Tarkov-Erfahrung. Wo ist der Kerl? Vielleicht sieht man es ganz deutlich in der Aufnahme, wie blind ich bin. Ich sehe ihn tatsächlich nicht.
Gehört habe ich ihn sonst wo. Da hinten einfach. Kollege, kannst doch mich nicht so erschrecken. Da hinten ist auf jeden Fall einer. Den kriege ich aber nicht ohne weiteres. Schauen wir mal hier. Hier sieht es im Moment noch gut aus. Da hinten ist doch einer. Kommt her. Hä? Ist er unter mir? Das wird's noch erklären. Kann sein, dass er direkt unter mir ist. So, wir schauen natürlich. Da hinten ist doch einer. Jetzt ist er da nicht mehr. Jetzt ist er da nicht mehr. Da hinten aber. Ach, ich liebe die Waffe. Aber schon krass, dass man jetzt damit startet. Das war früher noch nicht so in der Edge of Darkness Version. Ich höre Hunde. Waren hier immer schon Hundegeräusche? So. Ich schätze mal, wir können den kurz mal anschauen. Also lootmäßig läuft das gerade überhaupt nicht. Muss es ja nicht. Ist ja der erste Raid. Können noch ein paar Stashes durchsuchen. Tuschonka nehme ich mit. So, und dann gehen wir mal weiter. In der Hoffnung, nicht drauf zu gehen. PvE ist teilweise gar nicht einfacher als PvE. PvP. Generell würde ich aber sagen, gibt es schon sehr, sehr viele Hacker. Gab ja auch dieses eine Video, wie viele Hacker es so ungefähr gibt. Das ist schon... Das hat mir die Lust auf Tarkov ein bisschen versaut, zumindest im PvP-Modus. Generell würde ich nur PvP spielen, aber das ist schon relativ erbärmlich. Deswegen, wenn der PvE-Modus Spaß macht, warum denn nicht? Ratchet. Wertvoll. 80.000 ist der Wert. Nehme ich mit. Sitzt. Ne? An der Tankstelle beschwert sich gerade jemand. Sniper sitzt da gerade nicht auf dem Turm. Ich glaube, der hat die Leiche gerade gesehen. Da ist er. Da war er doch. Kollege. Zeig den Kopf. Boah. Da hinten war er. Ja, ich weiß, man sollte nicht stehen bleiben. Man darf hier nicht stehen bleiben eigentlich. Die schießen relativ treffsicher, die AI. Teilweise die Bosse sind auch so krass. Ich habe einen Boss höchstens mal durch Zufall gekillt. War da nicht gerade? Da ist er doch. Ja, das Visier ist so eine Sache. So. Ja. Damit muss es jetzt aber reichen. Mehr Munition will ich echt nicht verballern. Gut, wenn sein muss, muss es halt sein. Ist da hinten einer gewesen? Ich habe nichts gesehen. Wenn ihr nichts gesehen habt. Da war einer auf den Gleisen. Das war ein Busch. Was macht der da? Ich frage mich, ob es wirklich KI-PMCs gibt. Müsste es eigentlich. Sonst wäre es ja nicht vollwertig. Nur Skeffs töten? Boah, ich weiß nicht. Gut, wenn immer Bosse spawnen. Vor uns ist zum Beispiel ein Spawnbereich. Ein möglicher von einem Boss. Weiß nicht, was die Chance ist, aber sie ist nicht null. Ne, ich mache das hier gerade relativ dämlich. Als im PvP-Modus würde ich da wahrscheinlich direkt auf die Fresse kriegen. Naja, je nachdem, wie weit man da fortgeschritten ist. Ah, zumindest sieht man hier ein bisschen was. Kann nicht behaupten, dass hier gerade viel los ist. Man hört, da ist einer. Da war einer. Na komm.
Der müsste oben dann sein. Wir werden bestimmt gleich von hinten erschossen. Wäre es nicht das erste Mal. Wäre auch nicht das 100. Mal. Wäre viel öfter passiert. Ja, bei 900 Stunden kann das mal passieren. Also entweder da sind doch Bosse oder hier sind einfach Skiffs. Muss mal schauen, da war definitiv einer vor uns auf den Treppen, also ganz da hinten. Wo er jetzt ist, weiß ich nicht. Er kann theoretisch nur nach oben sein. Er wird bestimmt wirklich gleich von hinten erschossen. Er kann natürlich hoch... Nee. Okay, das war ein PMC. Der hat irgendwas auf Englisch gesagt. Das ist gutes Anzeichen. Hab ihn. Wenn die Englisch reden, kann es gut sein, dass sie von der Fraktion USEX sind und damit PMC. Es gibt auch russisch sprechende Operator. Schauen wir mal. Oder bist du nur ein Scav? Siehst aus wie ein Scav. Bist ein Scav. Hast aber einen ganz okayen Helm, würde ich mal sagen. Welche Helmstufe? 3, okay, nehme ich. Nee, das war ein PMC. Level 30. Mit Scheißwaffe. Nehmen wir mit. Ja, sein Tragesystem ist gar nicht so schlecht. RIP-Munition. Besser als keine zu haben. Munition entladen. FMJ ist auch nicht so gut. So, den können wir wegwerfen. Den bringt die Versicherung wieder. Wenn die niemand aufsammelt. Das wäre ja zu meinem Vorteil. So. Hier ist oftmals guter Loot. Hier schau mal rein. Ein Hot Rod Energy Drink. Ein JSPX. Ach, das ist Munition. Kenn ich gar nicht. Bestimmt scheiße. Weg damit. Vielleicht ist er auch irre gut. Dann tut's mir leid. So. Melody. Ach, was soll's. Rein in die Gefängnisbrieftasche mit dir. So, dann... Ihr wollt echt auf Entfernung mit Schrotflinte gegen mich kämpfen, sowas. So, dann gleich meine MRE naschen und den Hot Rod hinterher. Sehr schmackhaft. Das levelt jetzt meinen Metabolismus-Skill. Sieht man die Skills hier eigentlich? Ja, Fähigkeiten. Da seht ihr, was wir gerade haben. Sollte ich nicht direkt im Raid machen, aber ich höre ja, wenn was los ist. So, Metabolismus haben wir schön gelevelt. Das ist ja wunderbar. Ausrüstung. Hot Rod, ach, noch haben wir eigentlich genügend Energie. Wir sind voll. Das Magazin zumindest. Das finde ich schon mal relativ praktisch. Ein Hut. Der kann mir gestohlen bleiben. Da haben wir noch eine Tasche. Iskra braucht man. Die müssen wir auch im Raid finden, tatsächlich. Also die kann ich nicht in die Gefängnisbrieftasche tun, dann sterben und rausnehmen. Das zählt manchmal nicht. Manchmal muss man Gegenstände finden und die dann auch lebend rausbaldowern. Ist eigentlich ein ganz nettes Spielelement. So. So, nehmen wir mit. Ich höre was. Ist es nur Regen? Ich würde sagen, das ist nur Regen. Trotzdem, man kann in dem Spiel nicht vorsichtig genug sein. Hier habe ich das Zeug eigentlich gestapelt. Keine Ahnung, was von hier wertvoll ist. Die Glock nehmen wir aber. Die nehmen wir. Und die Schrotflinte laden wir mal nach. Vor allem auf kurze Distanz. Echt der Bringer. Können wir das bisschen stapeln währenddessen. Igel, Schwarzpulver nehme ich mit. Und ganz viel schöner Loot hoffentlich. Morphin nochmal. Medizin, Bandage, Blutset auch nicht zu verachten. Generell braucht man alles. Ibos. Die sind relativ wertvoll. Wenn man mal einen Flohmarkt hat und andere Spieler.
Also zumindest im PvP-Modus gehen die ruhig für 40.000 Rubel weg. Also sehr wertvolles Item. War da jetzt einer oder nicht? Ich habe irgendwas gehört. Wir werden es früh genug rausfinden. Okay, sehen wir nichts. Die Jacken sind hier immer so eine Sache. Ein Issa-Is, nehmen wir mit. Das Pferd kann man doch raustun. Ein Schlauch. Ist da jetzt was oder nicht? Egal. Also nicht egal, aber... So, gehen wir mal Richtung Exit. Ohne dabei erschossen zu werden. Ich gebe mein Möglichstes, aber das ist leider in dem Spiel sehr begrenzt. Sehr begrenzt. Ist auch hier... Map-Kenntnis ist A und O tatsächlich. Wo sind die Exits? Wo ist der gute Loot? Wo gehen die guten Spieler hin zum Kämpfen? Und dann wird man trotzdem in den Rücken geschossen. Oder von irgendeinem krassen AI-Sniper so dermaßen weggeholt, dass man keine Chance zum Reagieren hat. Naja. Ich höre wieder Hunde. Ich sehe aber zumindest gerade niemanden auf dem Weg. Nicht das Schlechteste. Weil, was ich rausgefunden habe, wenn mal jemanden sieht, sehen die einen auch. Meistens schon ein bisschen früher. So, ich glaube, wir sind ganz schön beladen. Ich gehe gerade eine sehr komische Route. Macht das nicht nach, Kinder. Boah. Also jetzt kommt ein relativ gefährlicher Bereich, wo sehr viel AI meistens ist. Der Tote gehört dahin, der ist Deko. Der hat immer einen Satz an Loot, zum Beispiel den unknown, unbekannter Schlüssel. Paar Rubel, ja, das ist nicht viel wert. Ja, Makrelen, Schraubenzieher. Ja gut, Rubel ist echt nicht viel wert hier. Generell ist das realistisch. Rubel bringt praktisch nichts. Keiner hier. Wo sind die Leute? Was haben wir hier? Reparaturset. Das ist sehr wertvoll. Da ist doch einer. Nee, das ist ein Müllsack. Ups. Also wegwerfen. Weg. Weg. Unknown Schlüssel kriegt man auch wieder. Da ist einer. Was sind die denn? Brauche unbedingt dieses Reparaturset. Ich glaube, das ist 300.000 wert. Je nachdem. Ich glaube nicht, dass es da reinpasst. Ich brauche noch mal ein bisschen mehr. Nee, passt. Okay, geht das auf uns? Ich hoffe nicht. Er schießt mit harten Kanonen. So, ein Exit. Den nehmen wir. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Ja, Escape from Tarkov ist eins der besten und aufregendsten Spiele, die ich je gespielt habe. Würde ich es empfehlen? Nicht unbedingt. Alles rund ums Spiel. Die Entwickler, wie und wann Updates kommen, in welchem desolaten Zustand das Spiel teilweise ist, also bezüglich Performance, Hit-Registrierung, alles Mögliche. Das große Hacker-Problem, das macht das Spiel schon dezent madig. Jetzt mit dem Update für den PvE-Modus nochmal extra Geld zu verlangen, ist auch etwas dreist. Vor allem für die Edge of Darkness-Version hatten und der Fokus generell auf mehr Pay-to-Win-Elemente, auch im PvP-Modus, ist jetzt auch eher unsympathisch. Also im Sinne aller Tarkov-Spieler, ich hasse das Spiel, wir sehen uns morgen in Tarkov. Ja, also ist so eine Hassliebe. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt's mir gern in die Kommentare und schreibt natürlich auch gern, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen
und bis zum nächsten Mal.